ist, glaube ich, ein besonderes Stück, weil es eben auch um einen Künstler geht. Wir alle können uns sehr stark mit dieser Figur, mit der Thematik des Stückes identifizieren. Matthias der Maler ist die erste Oper, in der ein Kunstwerk der bildenden Kunst integraler Bestandteil ist. Das ist so ein bisschen auch Ausgangspunkt unserer Konzeption, dass wir weitere Kunstwerke aus anderen Jahrhunderten dem jetzt an die Seite stellen und auch in einen Bezug setzen zur Handlung, um damit auch eine Modernität zu erreichen. Die Vorbereitungen im Malersaal, in den Werkstätten, alles läuft schon bereits auf Hochtouren. Also ich bin auf die Probebühne sehr neugierig, weil die ist ja gar nicht im Haus, wir proben außerhalb, aber sie ist auch als Ort schon ein sehr besonderer, sehr alter Ort. Und so ein Probenprozess ist ja immer auch was total Spannendes, ein Abenteuer, aber das ist ein Bestandteil von Theater. Man geht auf eine Reise und diese Reise hat heute begonnen. In aller Not, was soll ich? Wo ist des Schaffens Boden, wo wachsen und reifen? Mein Name ist Markus Marquardt. Der erste Matthias zu sein, ist natürlich eine große Ehre. Es ist wieder mal eine Herausforderung, einen Hinde mit auf die Bühne zu bringen, der in Dresden noch nie auf der Bühne war. Bei der ersten Bühnenprobe ist natürlich sehr interessant zu sehen, ob das, was wir auf der Probebühne zusammen erzeugt haben, in dem großen Raum wirkt. Die Stimmung ist hervorragend und das Konzept trägt sich zumindest im Moment bei uns sehr gut. Wir haben ein hervorragendes Orchester, wir haben das schönste Opernhaus der Welt, also es kann nichts schief gehen. Wir stehen natürlich noch ganz am Anfang der szenischen Produktion. Musikalisch sind wir schon ein halbes Jahr dabei. Mein Name ist Jörn Andresen. Ich bin seit Februar letzten Jahres Chordirektor an der Semperoper. Wir haben über 90 professionelle Sänger bei uns im Chor. Und meine Aufgabe ist das Einstudieren und die Personalführung mit dieser bunten Truppe. Das macht sehr, sehr viel Spaß. Wir haben die große Szene des Tauziehens, wo Katholiken und Protestanten gegenseitig in den Wettstreit treten. Und wenn man das so sieht, müssen wir fairerweise sagen, das sind nicht alles die Mitglieder des Opernchors, sondern da helfen auch ein paar Statisten oder Tänzer oder Studenten mit. Das ist natürlich eine Herausforderung, dann gleichzeitig noch gut zu singen und das bei einer Gruppe von über 90 Leuten gut zu koordinieren. Aber mit der Hilfe der Choreografen wird dort eigentlich eine schöne Sache angelegt. Mein Name ist Thomas Lippig, ich komme aus Bremen. Ich bin zuständig für das Video, was hier in diesem Stück gezeigt wird. Das Besondere ist, dass der Film nicht nur einfach gezeigt wird. Dazu kommt halt, dass die Sänger auch aktiv auf das Bild reagieren. Es gibt gerade die Anfangsszene, wo der Matthias Farbe nimmt und er fängt an, irgendwie einen großen Strich zu zeichnen. Das passiert natürlich im Video und er spielt es nur. Das muss natürlich genau getimt werden. Es gibt bestimmte Einsätze. Zusätzlich gibt es auch eine Live-Kamera. Die Figur der Ursula wird im Orchestergraben stehen und wird singen. Man sieht das hier auf dem Monitor. Es würde zum Beispiel dieses Bild hier laufen. Und dazu würde das Gesicht von der Ursula live eingespielt werden, wie sie es auch singt.
Matisse der Maler ist Hindemiths Meisterwerk. Und durch diesen durchgehenden politischen Stoff, das vom Beginn bis zum Ende immer wieder schwer betont wird, hat das ganze Stück eine Struktur, architektonisch. Es ist eigentlich ein Bogen und das macht es stark und sehr wirkungsvoll. Man muss immer wieder daran denken, auch dass der Hindemith selber den Text geschrieben hat. Und er hat diese Musik für diesen Text geschrieben. Und das ist dann eine Einheit. Es ist eine Musik, das an der Grenzen der Atonalität geht, aber er kommt immer wieder zu einer Grundtonalität, das auch eine menschliche Berührung schafft. Also man kann erwarten, 7 Bilder mit 7 verschiedenen Charakteren. Die Aussage emotional und intellektuell von diesen Bildern auch dann unterstreicht und spürbar macht.